Ja, 5 Minuten erzählen zu diesem bunten Potpourri. Okay. Mich faszinieren seit über 20 Jahren die Art, wie sich Menschen organisieren. Deswegen habe ich auch irgendwann die Ausbildung am Institut gemacht, systemische OEPE. Und als Interne bei Siemens, also so richtig interne, 27 Jahre bei Siemens, zweite Generation, habe ich schon ganz schön viel von dieser Kultur mitbekommen. Deswegen gibt es mich auch so leicht schizophren. Das ist so diese Siemens-Persona, die total gut versteht, warum diese Systeme so funktionieren und das akzeptiert und diese ganzen Mechanismen kennt und natürlich oben sagt an und man kann höchstens U-Boote machen, wenn man nicht das Okay von oben hat und muss das mit Business Cases dauernd beweisen. Total coole Diskussion, die wir gerade zum n-ten Mal gefühlt 150 oder so haben. Ja, was hat es denn jetzt gebracht? Können wir denn das nicht irgendwie mal zeigen, so mit Zahlen, Daten, Fakten, Euros? Und ich habe noch keinen gefunden, der das wirklich kann. Also auf eine Art und Weise, die wirklich substanziell auch beweisbar ist. Also diese Siemens-Persona. Und dann gibt es diese andere Persona, die total neugierig ist und merkt, das funktioniert irgendwie nicht. Deswegen habe ich eine Doktorarbeit geschrieben, weil ich es hier nicht konnte und habe tatsächlich ziemlich lang gebraucht und an meiner Forschungsfrage gekaut, wie kann man denn Strategien effizienter in Profitunternehmen implementieren? Weil so über 15 Jahre die Statistiken immer gleich sind, 60 bis 90% der Strategien werden nicht umgesetzt. Also irgendeiner schreibt da Strategien auf, aber irgendwie schafft es die Organisation nicht, die umzusetzen. Das hat mich interessiert. Und dann habe ich, weil ich ja hier auch zu Hause bin, tatsächlich so ungefähr 8 Jahre gebraucht, um zu kapieren, dass das dreieckige Modell, das ich im Kopf habe, pyramidale Hierarchie, mich daran hindert, diese Frage vernünftig zu beantworten. Das ist nämlich die falsche Frage. Die Frage ist richtig für das letzte Jahrhundert. Aber im Zeitalter der Digitalisierung, du hast das vorhin schon mal viele Aspekte gezeigt, habe mich total gefreut, habe gesagt, ha, da sehe ich es auch. Die Frage ist, wie können wir fürs Zeitalter der Digitalisierung anpassungsfähige Organisationen gestalten? Weil nicht mehr ein kleiner Kreis von Menschen mit exklusiver Information eine Strategie erfindet, die andere umsetzen. Diagnostischer Change, oh, hier sind wir heute, da müssen wir hin, Gap, Projekt, ich delegiere weg. Ihr macht das dann schon und ich brauche mich nicht verändern. Und dann sind wir hoffentlich da und dann hat es funktioniert. Dann machen wir einen 3 Jahre Projektplan und den setzen wir dann nur richtig gut um und dann funktioniert es. Und das geht nicht. Das hast du vorhin auch so schön erzählt. Strategie und die strategische Entwicklung von Unternehmen ist jedermanns Sache. Jedermann muss jeden Tag dran mitarbeiten, sonst funktioniert es nicht. Und speziell dann, wenn der Markt immer schneller sich verändert, sind diese Strukturen schlicht zu langsam. Und die Frage ist jetzt, wie kriegen wir das hin? Insofern kann ich euch in der Session beides anbieten. Wir können in den Research reinschauen. Ich habe gerade vor 2 Monaten verteidigt. Und wir gucken es uns in der Firma an, was haben wir die letzten 3 Jahre gemacht in diesem System und trotzdem als Pionier im Konzern die erste Division, die eine total offene Bühne gemacht hat mit Learning Expeditions und Grassroot-Transformation und viral verbreiten, bis dann irgendwann das Restrukturierungsprogramm bekannt wurde. Wir müssen 5.900 Stellen abbauen und wir machen weiter und weiter, aber es hat natürlich so seine eigenen Dynamiken gerade. Ja? Und dann kommt, also das war jetzt alles aus der Presse. Das könnt ihr alles in der Presse nachlesen. Ich verrate da nichts Geheimes. Wer im letzten August auch mal die Presse gelesen hat, gesehen, Joe Kaeser sagt, Siemens muss anpassungsfähig werden. Ob wir so das gleiche Verständnis von anpassungsfähig haben, weiß ich nicht. Ich habe mit ihm noch nicht geredet. Ich finde, es ist total klasse, weil wir genau die richtigen Wörter verwenden. Jetzt brauchen wir vielleicht noch einen Abgleich des Verständnisses hinter den Wörtern und die Geschichte kann ich teilen. Sachlich, emotional oder wie auch immer ihr das braucht. Das überlasse ich dann euch. Dieser Prozess mit dir selber gemacht? Du hast ja was aufgesetzt und einerseits glaube ich, ist schön,
sich selbst weiterentwickelt. Andererseits ist nicht da, wo ich glaube, wo du hinwolltest, dadurch, dass die, du hast gerade von Airtime gesprochen, dass du nicht hast. Wo stehst du? Also wenn ich es jetzt für mich als Person sehe, ist das auch eine sehr emotionale Achterbahnfahrt gewesen und ist es auch nach wie vor. Das eine ist, das ist jetzt was, das ich über die letzten 15 Jahre entwickelt habe. Ich habe eine Haltung, Achtsamkeit, Wertschätzung und Respekt den Menschen gegenüber ist für mich Kernstück von dem, was ich tue. Und das heißt für mich auch, dass ich zwar meine eigenen Gedanken und Pläne habe, wo die Organisation hin sollte, was Menschen tun sollten, aber das ist völlig mein Ding. Das hat nichts damit zu tun, was diese Menschen denken und erleben. Und ich habe großen Respekt davor, dass jeder Einzelne, der morgens zu seinem Job kommt, das Beste tun möchte. Und manchmal kann er es einfach nicht anders. Und wenn ich mir wünsche, sie sind anders, dann sind sie trotzdem nicht anders. Also das habe ich mir abgewöhnt, mal vor ein paar Jahren. Es gelingt mir nicht immer, aber meistens. Und wenn ich anschaue, jetzt im Nachhinein auch, was ich für Bestätigung kriege von anderen Siemensianern, die sich das anschauen, die dann Rückmeldung geben, die sind total begeistert, was da alles passiert ist. Und wenn ich nach Mülheim fahre und in die Standorte, wo wir schon gearbeitet haben und die unter der Oberfläche nach wie vor weitermachen, dann passiert da so viel und es geht so vielen Menschen gut mit dem, was da passiert, bei aller Schwierigkeit, die wir haben. Also ich bin ziemlich zufrieden. Und ich kann auch meinem Division-Chef keinen Vorwurf machen, wenn der permanent am Wittelsbacher Platz ist und mit Betriebsräten über 5.900 Stellen, die abgebaut werden müssen, berät, dass er keine Lust oder Zeit hat und Energie übrig hat und Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist ja die Währung von Transformation, ne? Auch wenn es nur 5 Minuten in der Woche sind, dass er sich damit einfach nicht beschäftigen kann. Er kann nicht, sonst würde er es tun. Oder er sieht es nicht als so wichtig und versteht nicht, wie das im Gesamtkontext ihm hilft. Aber das ist völlig okay. Ja, also ich arbeite immer mit dem, was da ist. Insofern kann ich mich damit immer wieder anfreunden. Ich bin im Moment auch in der Rolle, dass ich nicht weiß, was ich am 1.4. mache. Ich weiß, dass ich Lift and Drop in der gleichen Organisation bin. Aber die Rolle, die ich bisher hatte, gibt es dort nicht mehr in dem neuen Kontext unter meinem Chef. Weiß ich auch noch nicht. Also bin ich etwas unentschieden. Aber ich werde ja auch dieses Jahr 50 und da kann man ja auch mal ein bisschen entspannt sein. Ich weiß, was ich kann. Und dann schauen wir mal.